So, los geht's hier. Die ersten drei kommen gut weg, die ersten vier kommen weg und dann der Viertplatzierte kurz vom Fünften erwischt, aber kommt gut weg. Der Fünftplatzierte, die 19, drängt nach außen ab und die 1 kommt gut vorbei. Hier unten gab es einen Abflug, aber vorne an der Spitze. Der Rennleiter ruft zur Startaufstellung hier. Der zweite Platz bleibt frei. Dann geht es weiter mit dem dritten Platz, der Tanasi. Auf 4 der Sascha. So, wir haben jetzt mal auf 5 der Stefan. Ist der Bernie noch im Bild. Auf 6 der Marco. Der wünscht nochmal Glück allen. Gibt nochmal Tipps, alles aus Erfurt, die Leute. Und dort ist der Luke van Berg, der Marco Berle. Und jetzt gucken wir mal hier. Wir müssen jetzt natürlich. Auf 8 der Christian. Auf 9 der Leon. Und auf 10 der Michael. Startaufstellung und ist der hier. Der Fabio 8 startet von weiter hinten. So, alle Fahrer, Fahrzeuge. Achtung, Streckenpost. Drauf. Achtung, Fahrer. Luke van der Berg, Fabian Ritter, ich Tim, Sascha, Stefan. So ist die Reihenfolge 10, hier. 9, 8, 7, 6, 5, 4. So, los geht's hier. Die ersten drei kommen gut weg, die ersten vier kommen weg und dann der Viertplatzierte kurz vom Fünften erwischt, aber kommt gut weg. Der Fünftplatzierte, die 19, drängt nach außen ab und die 1 kommt gut vorbei. Hier unten gab es einen Abflug, aber vorne an der Spitze hat sich jetzt erstmal nicht viel geändert. Der Luftverkehr, der Fabian und die ersten kommen hier gut durch. Der Tim auf 3 und der Sascha hat, glaube ich, ein, zwei Plätze verloren und hier Kampf um Platz 2. Oh, da ein Fehler! Ein paar Plätze werden hier verloren von der Nummer 10. Die 10 verliert ein paar Plätze, der Sascha. Und hier der Luke van Berg an der Spitze. Und da ist die 14 auf der 2. Das ist der Tim, der hat sich auf 2 vorgefahren. Dahinter hier gibt es noch einige Positionskämpfe um die nächste Position. Wie gesagt, der Tim auf 2. Hier. Und der Luke van der Berg ist schon mal weggefahren. So, der Tim, der Zweitplatzierte, hier im Bild. So. Dann haben wir den Drittplatzierten. Und da, der Viertplatzierte hat einen Fehler gehabt. Und da, spektakulärer Abflug. Helferposten muss rein. Verliert ein paar Plätze. Und die 9 ist plötzlich... Ey, der Fabian hat sich wieder vorgefahren, der Neuner. Er hat sich wieder vorgefahren auf die 3. Der hat ein paar Plätze verloren und konnte da von dem Fehler profitieren. Der müsste jetzt auf 4 liegen. So. Natürlich jetzt aufholen auf die Nummer 8. Die Nummer 8 ist der Stefan Sebald. Hier. Der Stefan ist auf der 3. Da muss er ein bisschen aufholen jetzt. Der Fabian. Der kommt nämlich dahinter gleich. Also um Platz 3 wird es jetzt gleich richtig eng. Beide fahren hier eine sehr enge Linie. Und hier, dahinter,
Da ist die 1 mit involviert, die 10 ist involviert. Aber es ist auch richtig eng. Ah, hier wird es auch eng, zwischen der 10 und der 19. Ah, hängen geblieben. Wen haben wir hier? Ah, da kommt der 1er gut vorbei, na, hat eine bessere Linie gefunden und kommt an der Nummer 20 vorbei. Die Nummer 1, das ist der Lukas. Ah, was ist da gewesen? Das ist der Lukas Hörmann hier mit der 1. Na, da sind wir ein bisschen eng gefahren jetzt. Achtung vor dem Fahrerlager. Achtung vor dem Fahrerlager, Ränder auf der Strecke. Strecke ist wieder frei. So, dann gucken wir mal, wo ist denn jetzt hier eigentlich der Führende abgeblieben? Das ist die Nummer 8. Das ist der Stefan Sebald hier. Ja. 25. So, der Stefan hier im Bild. Ah, das sollte nicht passieren. Da geht wieder frei. Hat er hier gut bekommen. Die Kurve hier. 14, 20, 19. So, dann gucken wir mal weiter, wer jetzt hier noch so hier so die Ergebnisse weiter sind. So. Na? Mal gucken, wo der Luke ist. Guck mal, der Berg da. Hier. Fährt auf die Gerade jetzt hin. Fährt schön eng die Linie. Thomas.
jetzt hier zum Überrunden an. Kommt da gut vorbei. So, schauen wir mal hier auf den Kampf zwischen der 14 und der 20. Der Leon ist die 20. Ich glaube, 13 Jahre ist der Junge, der Kleine. Fährt aber schon sehr schön hier. Wo ist der 14 und das ist die 8? Wo ist die Nummer 14? Ah, hier ist der Zweitplatzierte, die 14. Die 14 ist der Tim. Und die 8 ist der Stefan. Der Tim hier auf 2. Er hat aber Platz nach vorne und nach hinten, so wie es hier auf der Strecke aussieht. Achtung, ah, spektakulär. Achtung, Leute, auf der Strecke vom Fahrerlager. Die Strecke ist wieder frei. Ja, ganz ungefährdet hier. Wo ist denn jetzt hier die 8? So, wenn die 8 immer noch auf Platz 3 ist, dann hätte der ja einen, ja, schon eine halbe Runde Rückstand. Auch schon wieder riesig der Abstand. Der Leon wurde hier überholt. Natürlich immer schwer beim Überholen lassen, wo man am besten jemanden überholt. Achtung auf der Graben. Achtung, Fahrzeugbeschädigung auf der Graben. Dort hinten im Hintergrund haben wir zu sehen, Fahrzeug war auf der Bahn. Der Stefan Sebald hier im Bild. Hier haben wir die 12 und die 19. Die 1, wo ist die 1? Das ist der Lukas Hörmann. Die 1 ist die 4. Hier ist der Lukas Hörmann auf der 4. Achtung auf Thomas und Achtung nach dem Kälte. Der Lukas Hörmann hier mit seinem Hörmann AT4 20
Jahresedition. Werder sauber in, um wenig Zeit zu verlieren. Dort auch eine schöne Linie, dort schön vorbeigelassen. Ist auf der 3, hat die 8 vor sich. Au, da liegt er auf dem Dach. Verliert viel Zeit. Und wer weiß, wer da alles vorbeigeschwüpft ist. Ist das hier die 2 gewesen? Ja, das ist die 2. Nicht, dass er jetzt einen Platz verloren hat, dann die 2. Das wäre es natürlich. Wer ist die 2? Nee, Luke van den Berg, das ist nicht schlimm. Luke van den Berg, das ist ja eh der Führende. Da muss er nichts befürchten. Ne? So, dahinter, hinter dem Luke, ne, die sind ja alles schon überrundet, da ist die 1 wieder und die 9 dahinter. Achtung am Strohmast. Hier ist der Strohmast. Achtung am Strohmast, wieder langsam am Strohmast. Danke, und dann der Preis. Wer lag da? Das war, glaube ich, die 19, nicht? Nee, die 20 müsste das gewesen sein. Oh, wer liegt hier? Oh. Na, die helfen sich nicht gegenseitig. Natürlich hier lange Zeit warten, die 9. Ja, einen Fehler sollte man nicht machen. Die Helfer stehen ja zum Glück hier gut geschützt. Das war die Nummer 9 im Bild hier, der auf dem Dach lag. Das war der Fabian Richter. Alter, hat er dann jetzt hier aber mal 2-3 Kurven total schlecht gefahren. Wir haben gerade mal die Hälfte der Fahrzeuge um, da ist noch viel Luft nach oben für alle. Fabian. So, hier haben wir die 8. Die 8 ist der Stefan. Super, hinter dir ein schnelleres Fahrzeug. Wer ist denn hier? Oh, die 14. Wer war denn die 14? Hier, Tim. Oh, jetzt kommen die 2 sich angeheben. Na, ja, nochmal gut gelöst. Achtung auf der Geraden. Achtung, bitte auf der Geraden. Achtung. Der Tim hier. Oder hinter der Lukas. Noch 13 Minuten Restlaufzeit. Die 10, die 20, die 19 und da kommt die Nummer 12. Ist der Christian. Der steht ja gleich neben mir auf dem Fahrerstand. Ja.
Ah, der fährt ein bisschen vorsichtiger, der Christian hier. Oh, man sieht, da versetzt man ganz leicht und der andere kommt natürlich dann mit großen Schritten vorbei. Und wer ist der andere? Das ist die Nummer 7. Die Nummer 7 ist der Michael Heinz. Der lässt die 2 vorbei, auch noch den Luke van den Berg, den amtierenden deutschen Meister, und gönnt auch sein, dass er dieses Jahr seinen Titel verteidigen kann. Ist die Nummer 8. Die Nummer 8 ist der Stefan. Ah, der wird auch schon überholt, also überrundet. Lässt den Luke auch gut vorbei. Aber ich glaube, der Lou, der darf sich gar nicht so gut. Wer ist das jetzt hier? Das ist die 20. Aber der Lou, der darf sich auch nicht so weit. Ausrufen, weil hier die 14 kommt. Und die 14 hat zwar eine halbe Runde Rückstand, aber eine halbe Runde kann ja durchaus noch in 10 Minuten aufholbar sein. Vor allen Dingen liegt man einmal auf dem Dach, dann verliert man schon ein paar Sekunden. Ne? Dann gucken wir mal auf den nächsten, bei dem wir mal hier noch ein Bild haben. Haben wir zwar schon gesehen, aber hier haben wir noch mal den Lukas. Da darf man nicht vergessen mit der 7, davor ist nämlich die 7 und die 1, die kann man ganz leicht verwechseln. Hier der Lukas. Norbert.
gerammt, wie es aussieht, aktuell knapp am Podium vorbei. Oh, da ein Fehler. Achtung vor der Fahrerlage. Das war der kleine Luca. Leon war das hier. Der 13-Jährige. Uah. Aber über der Durchfahrt. Strecke 3. Die 7 hat schon ein paar Plätze verloren. Die spielt erstmal aktuell keine Rolle um die Top 3. Die 20. Dann jetzt die 2 und die 10. Ah, sauber. Kann man immer nur sagen, der Luke van den Berg, der fährt hier in sauberer Linie. Schön eng. Lässt da nichts anbrennen. Ist trotzdem schnell. Ja, immer schön an den Deckeln vorbei, wenn man über die Deckel fährt, dort nicht, dort kann man so ein bisschen drüber fahren, aber es gibt so Stellen, da sollte man die Deckel meiden. Hier geht auch, wenn man ganz langsam fährt, aber da hinten, da sollte man nicht deckeln. Da ist so, vielleicht ganz leicht, aber das sollte man dort meiden, weil ansonsten fliegt man unwillkürlich ab hier in Großholbach. So, die 14, wo ist die 14? Die 14 ist hier, augengroßer Rückstand. Der holt, glaube ich, auf den Stefan auf. Aber der Stefan, der müsste ja eine Runde zurück sein. Der 14er, der tut eher über Runden. Er ist ja noch in der gleichen Runde. Der 14er. Alter! Schalter! Oh, bitte nehmen das Fahrzeug Nummer 8 raus, es hat eine technische Störung. Lieber das Auto bitte ausfahren. Achtung auf den Geraden. Achtung auf den Geraden. Dafür gibt es so einen Kill-Switch. Das war der Stefan Sebald leider ausgefallen. Kurz vor Schluss. Und damit sollte der Einser durch sein. So. Hier. Dann könnte ja der Lukas auf 3 vorgefahren sein.
Oh, noch einer aus. Also, hat sich jetzt nicht geändert. Der Tim auf 2. Ist noch in derselben Runde wie der Luke van den Berg. Der Lukas Hörmann auf 3. So, da. So. Ich hab mit deinem Auto wieder raus. Hier ist der Luke, der Führende. Und wenn nichts mehr einbrennen dürfte, der Luke seinen Titel verteidigen hier in der Klasse 2 WD. Danach geht es übrigens weiter mit 4 WD. Und da ist ja der Sven Rodewald gleich dran. Der ist auch auf Titelverteidigungskurs. Aber er hat genauso wie der Luke eine halbe Stunde Fahrzeit vor sich. So, die letzten Meter Runden jetzt hier für den Luke. Auf 2 ist der Tim und auf 3 der Lukas Hörmann. So, und hier war ja fast eine sichere Sache für den Luke. Der Lukas beendet wieder alle Fahrzeuge in die Box. Manche zittern da ja ganz schön, ja. Schwere Geburt. Ja. Und Lukas, zufrieden? Platz 3? Ja. Was hat dein Papa noch gesagt, kurz vor Schluss? Dass ich Dritter bin und dass wir noch 2 Minuten zu fahren haben. Also, ja. Dass du noch easy nach Hause fahren sollst, das Ganze? Genau, ja. Dass ich keine Fehler mehr machen soll. Glückwunsch. Dankeschön. Bitte. Ja. Auch ihr. Und hier haben wir ersten und zweitplatzierten. Hinten war jemand auf der Gerade gestanden und dann habe ich Vollbremsung gemacht und dann war ich auch schon die Verschlager, was du hier gesehen hast. Ich habe noch viel geschaut. Ich hatte sonst gar keine. Das hat wieder nicht ganz gereicht, ja, Tim? Wir waren in der gleichen Runde. Ja, ja. Das habe ich gesehen, gleiche Runde. Ne? Für dich einfach vorne wegfahren. Ja, am Anfang geht gut. Als nächstes vorne das wegfahren. Finale 4 WD. In die Mitte, ein paar Fehler, hier sind aber am Ende Walter Robert, Schimski Christian, und wieder Frank etwas Thomas, der Berti, ja. Schmitz Markus, also erleichtert und zufrieden. Ja. Und bei dir, Tim, bisschen enttäuscht oder? Ja, ein bisschen enttäuscht, die Motivation war noch da, dass man nur die vielleicht. Aber ja, ich bin jetzt sicher auf den zweiten Platz gefahren, ich bin Stefan Martas. Hofft man dann eigentlich auf einen Fehler oder? Ja, man hofft schon auf Fehler, ja, aber klar nicht bei sich selber natürlich. Ja, der Abstand war ja nicht groß, deswegen, ja. Ja, er wurde größer, aber ja. Na gut. Zweiter Platz sicher leicht fahren, von dem her bin ich zufrieden. Genau. Nächstes Jahr neu angreifen. Nächstes Jahr. Glückwunsch, trotzdem. Dankeschön.